Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir aus einem Mythic Dungeon aus The Wolf Inn bekommen können. Und zwar zeige ich euch als erstes mal das Mount. Wir haben hier Steingewölbe Mecha-Anzug und naja, da kann man schon drauf kommen, aus welcher Inni das Ganze ist. Das ist einer von drei verschiedenen Mecha-Anzügen. Ich habe ihn jetzt noch nicht, aber ich habe die Startquest dazu und wir werden jetzt das zusammen einmal uns durchschauen, wie wir das Ding kriegen können. Am Ende zeige ich euch dann auch nochmal das Mount aufgemountet. Also wie gesagt, das ist eins von drei von den Mounts von diesen Mecha-Anzügen. Das erste ist hier Steingewölbe Mecha-Anzug. Das ist quasi der so ein bisschen dunkelgrauere. Dann haben wir Meutenverprügler, das ist der Inji herstellen kann. Und dann haben wir noch einen letzten, den ich euch schon gezeigt habe. Und zwar war der aus dem Wellen-Event aus den Schallenden Tiefen. Schallenden Tiefen, der müsste wahrscheinlich hier dabei sein. Genau, Maschinenverteidigungseinheit 1-11. Das sind die drei Dinger. Die haben alle dasselbe Grundmodell, aber jeweils eine unterschiedliche Lackierung. Gut, wir schauen uns jetzt den aus dem Steingewölbe an. Und zwar müsst ihr einmal reingehen in das Steingewölbe. Diese Instanz befindet sich einmal hier oben in den Schallenden Tiefen auf den Koordinaten 46, 9. Und hier ist es so, dass ihr den nur im Mythic-Modus gedroppt bekommen könnt, beziehungsweise das Mount droppt nicht direkt, sondern eine Quest droppt. Und diese Quest kann hier nur vom Endboss droppen. Es steht dran, sehr selten. Also das ist eine Sache, die eine relativ niedrige Dropchance hat. Und die kann jeder aus der Gruppe einmal bekommen. Es ist jetzt so, dass das auch theoretisch zwei Leute gleichzeitig kriegen können. Und ihr könnt es aber auch nicht handeln. Ihr seht, bei mir ist jetzt hier eine Quest aufgeploppt. Ne? Also ihr kriegt kein Item ins Inventar, sondern es ploppt direkt die Quest auf, wenn ihr es bekommt. Und das Teil, ich habe es jetzt eben mal für WoW-Head rausgesucht, hat laut WoW-Head hier eine Dropchance von 0,5%. Ich glaube, die ist ein Ticken höher, weil, wie gesagt, das ist hier ja nur im Mythic aufwärts droppbar und Normal und HC sind wahrscheinlich hier auch mit dabei. Also es wird irgendwie 1-3% wahrscheinlich im wirklichen Schnitt liegen. Genau, so viel dazu. Und ja, ihr könnt das Ding nur im Mythic farmen, ne? Im HC droppt es nicht und im Normal droppt es auch nicht. Und pro Char könnt ihr einmal am Tag hier mythisch reingehen und den Boss umhauen. Ihr könnt es aber mit demselben Char öfter farmen, indem ihr es im M+ macht. Denn im M+ droppt es ebenfalls und ihr könnt theoretisch auch die ganze Zeit Kies laufen und das dann in der Kiste am Ende bekommen. Ich persönlich habe es jetzt so gemacht, dass ich jeden Tag mit meinem Main dem im M0 umgehauen habe, also im Mythic-Modus. Und dann noch Keys gemacht habe und ich habe einfach meine 10er Keys für den Vault, habe ich jetzt halt immer im Steingewölbe erledigt. Also wenn ihr das Mount farmen wollt und das so ein bisschen kombinieren möchtet, dann wäre das eine Option. So, soviel zum Vorgeplänkel. Wir haben uns das Ding jetzt gefarmt. Ich habe persönlich 42 Kills gebraucht, bis ich ihn hatte. Und jetzt haben wir einmal die Quest und die müssen wir jetzt erstmal abgeben. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. So, die Quest können wir dann in Gundergatz abgeben, und zwar hier unten auf den Koordinaten 46, 32 in den schallenden Tiefen. Und dort haben wir den Sprecher Jurlax. Und übrigens... Okay, ich habe mein Addon noch an, das automatisch die Quests abgibt. Das war natürlich jetzt ein bisschen schlecht, aber ich erkläre euch kurz, was ihr alles für braucht. Die drei Quests, die wir jetzt eben schnell mit meinem Addon abgegeben haben, dafür brauchen wir ein paar Schmuckstücke. Und zwar könnt ihr die Schmuckstücke mit allen möglichen Chars holen, das ist vollkommen egal. Das Ganze ist Kriegsmeuten gebunden, also ihr könnt jede Quest mit einem anderen Char quasi machen. Jetzt ist es so, dass das alle Schmuckstücke aus The War Within sind. Das erste von diesen Dingern kriegen wir auch aus dem Steingewölbe, und zwar von den Meistermaschinisten. Und hier haben wir übertaktete Zahnrad-Bumerang-Werfer. Das ist ein Trinket, was nur Melees kriegen können. Ihr könnt euch das, wenn dann, handeln lassen. Oder ihr könnt dieses Trinket auch mit einem Twink zum Beispiel farmen und mit einem Twink abgeben. Ne? Also ihr kriegt dieselbe Quest mit dem kompletten Battle.net-Account. Und das ist, wie gesagt, halt ein Melee-Trinket. Dann das zweite Trinket, was wir abgeben müssen, ist aus der Metbrauerei Glutbräu. Und hier haben wir vom Endboss ein Schmuckstück. Wenn ich jetzt mal gucke, alle Klassen, dann müsste es das hier sein. Das ist nur eins, was Int-Klassen kriegen, also Heiler und Caster zum Beispiel. Und ja, beim Druid kriege ich das zum Beispiel nur als Eule oder Gleichgewicht. Und das synergetische Gebräu...
Generator, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist doch egal. Aber das ist das zweite Trinket, was wir brauchen. Und das dritte ist dann einmal von dem Kerzenkönig aus dem Dunkelflammenspalt. Und da haben wir dann einmal hier auch wieder ein In-Trinket Kerzenkönigs, genau. Stichel des Kerzenkönigs ist das. Genau, und das Trinket kriegt ihr auch wieder nur als In-Klasse, beziehungsweise sogar nur als Heiler, so wie es aussieht. Also wie gesagt, könnt ihr euch auch traden lassen oder dementsprechend einfach mit einem Char reingehen, der ein Heal-Spec hat und euren quasi Loot-Spec auf Heiler einstellen. Beim Druid kann ich die alle kriegen, ich habe aber zum Teil die auch mit Twinks gefarmt, ne? Und die dann einfach mit zwei Accounts in den Dungeons drin gewesen, alle auf dem Druid rüber getradet. Ihr könnt die aber auch, wie gesagt, einfach mit Twinks abgeben. Und wenn ihr alle drei Trinkets hier abgegeben habt, dann kriegt ihr noch eine neue Quest und da haben wir dann einmal Steingewölbe Mecha-Anzug. Das ist dann quasi das Mount. Ihr könnt die Trinkets, so wie ich das gemacht habe, einfach vorfarmen. Also ihr müsst da tatsächlich nicht warten. Und dann würde ich sagen, setzen wir dann noch aufs Mount auf und schauen uns das ein. Steingewölbe, da haben wir's. Und ja. Da ist dann einmal das schicke Mount. Wir können uns auch noch das Mount-Special anschauen, hätte ich gesagt. Jetzt ziehe ich mir das mal rein. Mount-Special kennen wir ja schon von dem anderen Mecha-Mount, was wir uns geholt haben. Sieht ganz cool aus. Und dann fliegen wir noch eine kleine Runde mit rum. Here we go. Ja, macht schon was her. Also diese Mecha-Mounts sind eigentlich ganz cool. Genau, das war's eigentlich. Dann drücke ich euch die Daumen, dass es bei euch aufdroppt. Bei mir hat es, wie gesagt, ein bisschen länger gedauert. 43 Tries habe ich gebraucht. Mal gucken, wie viele ihr braucht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.